spannendes Verfolgerduell im Stadion Niederrhein am 13. Spieltag der Regionalliga West. Gastgeber Rot-Weiß Oberhausen empfing den SC Fortuna Köln. Es war das Duell zwischen dem 4. und dem 3. der Tabelle. Beide Mannschaften seit Ende August nicht mehr verloren. RWO dabei seit 9 Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage war ein 0:1 gegen Wiedenbrück. Sind jedoch seit 3 Spielen sieglos. Fortuna dagegen seit 8 Spielen ungeschlagen. Zuletzt ein 4:2 Erfolg gegen Lippstadt. Die Tendenz sprach also leicht für die Gäste aus Köln. Jedoch rangierten beide wenige Punkte hinter Tabellenführer Rot-Weiß Essen und wollten den Anschluss natürlich nicht verlieren. Und RWO mit dem ersten Vorstoß über Winter. Seine Flanke von rechts erreicht Ube Japfa, der wird noch geblockt. Budut setzt nach, sein Versuch mit der Hacke wird jedoch noch auf der Linie geklärt. Da mal RWO. Marquette legt raus zu Boele. Seine Flanke aber kein Problem für RWOs Torwart Hekerin. Aber Freistoß für RWO. Stadtmann ist es mit dem Kopfball. Auch da hat der Keeper keine Probleme. André Weiß ist es im Kasten der Fortuna. Dann setzt sich Oberhausens Holthaus mal über die linke Seite durch. Flanke von der Grundlinie dann. Und in der Mitte köpft Heinz dann Richtung Tor. Aber André Weiß packt sicher zu. Wieder RWO, vor allem bei Standards gefährlich. Freistoß aus dem linken Halbfeld. Hier jedoch kein Problem für Hekerin. In der 38. Minute dann allerdings wieder Freistoß, fast von der Eckfahne. Najar auf den kurzen Pfosten und der langen Pfosten, da steht jemand frei. Und es steht 1:0 für die Gäste, für Fortuna Köln. Dimitri Boele ist es, der zur etwas überraschenden Führung zu diesem Zeitpunkt für Fortuna Köln trifft. RWO hatte mehr vom Spiel, hatte die besseren Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz führten die Gäste. Najars Freistoß wird noch von Pockenberg am kurzen Pfosten verlängert und Boele hat dann keine Schwierigkeiten, den einzuköpfen. RWO machte weiter. Winter wieder mit der Flanke, die zunächst eigentlich geklärt, doch dann ist es Profeta, der sich mal ein Herz nimmt. Weiß kann zunächst nur klatschen lassen, Bulut setzt nach. Schuss aus Spitzenwinkel wird jedoch geblockt. Trainer Mike Terranova kann eigentlich zufrieden sein mit seiner Mannschaft, jedoch sind sie vorne noch nicht effizient genug. Und im zweiten Durchgang ist es erneut Rot-Weiß-Oberhausen. Das ist Odenthal, der mal abzieht und wunderbar gehalten von André Weiß im Kasten der Fortuna. Und dann Fortuna mit einem langen Ball nach vorne. Eigentlich kein Problem für Oberhausens Fasnacht. Najar holt sich den Ball allerdings hier an der Grundlinie. Quergelegt und da steht 2:0 für Fortuna Köln. Und es war der eingewechselte Francis Uba-Buike, der hier fast aus dem Nichts zum 2:0 für die Gäste trifft. Fortuna Köln präsentiert sich äußerst effektiv und Oberhausen in Form von Fasnacht da sehr ausrechenbar. Holthaus probiert es noch mit der Flanke. Und dann ist es Ube Japfa, der aus kurzer Distanz weit drüber schlägt. Oberhausen gab nicht auf, das kann man ihm zugute halten. Die Ecke, die fällt hier, Stadtmann fast vor die Füße, jedoch scheint er zu überrascht gewesen zu sein, dass er da so frei zum Abschluss kommt. Der Anschlusstreffer, er lag eigentlich in der Luft für den Gastgeber, für Rot-Weiß Oberhausen. Doch auch der eingewechselte Vincent Bösen kann den Ball hier nicht im gegnerischen Kasten unterbringen. Eine Möglichkeit gab es noch für Oberhausen zu verkürzen. Wieder ist es Nils Winter über die rechte Seite. Bösen blockt den Gegenspieler weg. Odenthal schießt aus Spitzenwinkel, trifft jedoch nur den am Boden liegenden Fortunen. Und der nächste Versuch, die Flanke abgefangen von André Weiß. Und das war's denn am Ende. Fortuna Köln zeigt sich deutlich effektiver als die Gastgeber, als Rot-Weiß Oberhausen und gewinnt damit am Ende nicht unverdient mit 2:0.
wichtiger Erfolg für Fortuna, die damit um einen Punkt an Rot-Weiß Essen herankommen. Oberhausen dagegen zeigte sich zu nachlässig im Verwerten seiner Chancen. Nichtsdestotrotz gab es aufgrund der Leistung Beifall von den eigenen Fans.